Leute. Wenn wir zurückkehren, Leute, zu dem Haus, wo Puki und ich verschwunden sind. Leute, das ist so wahnsinnig. Oh mein Gott, niemals! Leute, schaut mal, was da ist! Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird es richtig krass, denn in diesem Video, Leute, werden wir zurückkehren, Leute, zu dem Haus, wo Puki und ich verschwunden sind, Leute. Es wird geisteskrank, wir werden den Keller besuchen und alle Räume uns anschauen. Oh mein Gott, Leute, ich würde sagen, Leute, ich mache mich jetzt bereit, zieh mir die Jacke an und dann fahren wir gemeinsam dorthin. Das heißt, wir wechseln gleich die Perspektive zu meinem Handy. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Ich hoffe, mir passiert da nichts, Leute. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. 5000 Likes auf dieses Video. Bitte schafft es, Leute. Lasst jeder einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, let's go. So, Leute, ich bin jetzt bereit. So, wenn wir da hingehen. Ich habe echt ein bisschen Angst, aber lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Und ich würde sagen, let's go. So, Leute, jetzt geht's los. Hab mir hier mal einen Smart gemietet. Damit fahren wir jetzt dahin. Ich bin echt gespannt. Wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. Ich habe ein bisschen Angst, aber das wird schon. Leute, da vorne ist das Haus, wo wir gewesen sind. Oh mein Gott, das ist echt gruselig, hier jetzt wieder hinzugehen. Und das ganz alleine. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, hättet ihr jetzt Angst, dort reinzugehen? Vor allem, das sieht man auf der Kamera jetzt gar nicht so, aber es ist schon relativ dunkel. Also, da ist das Haus. Schaut mal. Da ist das. Egal, Augen zu und durch. Da gehen wir jetzt rein. Nicht lang überlegen. Menschen sind, oh mein Gott. Das ist krass. Schaut einfach, wie das hier alles nochmal aussieht. Leute. Oh mein Gott. Junge, dieser Ort. Ich gebe euch einen Tipp. Geht hier nicht hin. Das ist alles viel zu mysteriös. Sieht echt ein bisschen gefährlich aus. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wenn man hier alleine ist, ist das nochmal echt ein Schippen anders. Oh mein Gott. Ist das gruselig. Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier hochgehen, und noch einmal hier. Leute. So wahnsinnig. Oh mein Gott, niemals! Leute, schaut mal, was da ist! Junge, das ist jetzt ganz gruselig. Da ist einfach ein Boxerlicht. Oh mein Gott. Ey, das ist so gruselig. Wirklich, erst Puki seine Starpark-Maske, dann der Poco, der da lag, dann der Helioboxer, der hier auch gar nicht mehr ist. Irgendwie, wir haben ihn ja nicht gesehen, als wir hochgegangen sind. Ey, schaut einfach mal selber. Oh mein Gott. Vom Boxer. Das ist der Feuerboxer. Geht hier auch noch andere Farben? Leute, das hat irgendjemand gekauft und dahingestellt. Oh mein Gott, Digga, niemals. Ey, wenn das Kevin sieht. Das ist so mysteriös hier alles. Junge. Ganz ehrlich, Leute, was passiert hier? Warum ist das Licht einfach da von unserem Shop? Junge, ich habe echt Angst, ey. Ich glaube, ich gehe hier auch erstmal weiter. Leute, wir gucken jetzt erstmal weiter hier im Haus. Oh mein Gott, Leute, wie gesagt, wir lassen das dort. Junge, gebt euch das einfach mal. Ist das gruselig? Leute, schaut mal. Junge, wir gehen jetzt überall hin. Gebt euch mal, wie dunkel das hier ist. Das ist so unnormal krass. Wirklich. Junge. Oh mein Gott. Wer erinnert sich noch an die Szene? Da stand ich am Fenster. Leute, sorry, wenn die Beleuchtung so schlecht ist, aber es ist so fucking dunkel draußen. Wirklich. Junge. Gucken wir weiter. Vielleicht finden wir ja noch mehr Sachen. Das ist alles so krass. Junge. Leute, schau mal. Wir sind jetzt ganz, ganz oben angekommen.
Oh mein Gott, ich dachte gerade, es war ein Windzug, Alter. Ich dachte, es fliegt in meinen Kopf gegen. Alter Schwede. Ich will hier gar nicht weitergehen, Leute. Das ist so krass, wirklich. Das ist Wahnsinn. Oh Mann. Ey, ich hätte niemals gedacht, sowas passiert, vor allem, dass so ein Licht hier ist, wisst ihr? Guck mal, das Ding ist so, es waren ja schon einige Sachen hier. Sei es eine Maske oder so, oder Box, oder Heliumbox. Ich hab den da ja liegen gelassen, der ist ja auch weg. Und jetzt steht hier einfach das Licht da. Das ist so gruselig. Ich muss hier echt raus. Leute, und vor allem, oh mein Gott, Digga, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja, Junge, das ist ja anders gruselig. Ey, guck doch mal, da stehst du so, oh mein Gott, einfach, ey, Digga, mit den Schatten und allem so, das ist so krass. Junge, und das erst, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Oh mein Gott, ist das ein Gruselhaus, ey. Scheiß die Wand an. Leute, alter Schwede, ey, das ist ja der helle Wahnsinn hier. Hier haben wir den Heliumboxer liegen gelassen. Oh, ich hab ihn vergessen, sagen wir mal so. Ich war auch echt ein bisschen aus der Panik. Leute, oh mein Gott, was flog da denn gerade? Leute, wenn ihr wollt, dass wir die Räume uns angucken und vor allem den Keller, der ist ja ganz gefährlich. Wie gesagt, da haben wir nicht reinguckt, hier noch nicht. Dort in den Keller, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich das mache oder Puki oder wir zusammen, dann schreibt unten in die Kommentare. Dann machen wir es auf jeden Fall. Also erstmal muss ich hier erstmal raus, Leute. Das ist zu viel für mich, wirklich. Also ich hoffe, ihr versteht das auf jeden Fall. Das ist ja, oh mein Gott, Leute. Unbedingt unten in die Kommentare. Was macht das Licht ja eigentlich? Und ich weiß nicht, ich höre auch die ganze Zeit hier irgendwas. Ich habe echt ein bisschen Angst, mich hier selber zu finden. Gar nichts sehe dann. Ich muss hier echt raus. Gebt euch das nochmal so. Hier waren wir, glaube ich, auch gar nicht. Hier bin ich, glaube ich, durchgelaufen. Da kam ich nicht raus. Oh, das weiß ich noch. Leute, hier war die Stelle, wo ich gesessen habe. Also ich sag euch ganz ehrlich, das ist hier alles ein bisschen gruselig. Das geht ja noch höher, das kennt ihr gar nicht. Hier war die Stelle, so nach hinten gelaufen bin. Junge, ich habe echt ein bisschen Angst, sag ich euch. Schaut mal jetzt hier, hier geht's auch hoch. Da war ich auch noch nicht. Oh mein Gott. LOL. Oh mein Gott, Junge, habe ich mich erschreckt. Das war ja... Oh Junge, schaut mal, das ist ja geisteskrank, der Typ hier einmal an der Wand. 1,50. Ja, wenn hier irgendjemand ist. Hilfe, ey. Ich hab echt Angst. Ich schwör, ich hab auch gar nichts, mich zu verteidigen irgendwie. Eins sage ich euch, ihr dürft hier auf gar keinen Fall hingehen, das ist richtig krass einsturzgefährdet. Also geht hier auf gar keinen Fall hin, wirklich, macht das nicht. So beim besten Willen, ne? Ist ja alles schön und gut, so das Haus und so. Aber was hat dieses Licht dort gemacht? Leute, und hört ihr diese Geräusche die ganze Zeit? Was macht unser Licht dort? Der Boxer, es ist alles so mysteriös. Boah, ich verstehe gar nichts, ey. Ich hoffe, da kann Kevin nochmal aufklären oder nochmal unten in die Kommentare schreiben. Das ist ja so krass. Wirklich. Oh mein Junge, ich habe echt Angst, sag ich euch. Es wird auch immer dunkler. Schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare. Was sollen wir da machen? Sollen wir da jetzt nochmal hin? Soll ich mal mit den Jungs dahin gehen? Und was meint ihr? Was ist unten in den Räumen drin? Kellermäßig so. Haben wir auch noch gar nicht abgecheckt. Das ist so gruselig alles. Junge, alter Schwede. Leute, ich höre auch die ganze Zeit irgendwelche Geräusche hier. Ich gehe jetzt hier erstmal, Leute. Ich würde sagen. Boah, ey, ohne Witz, ne? Allein so ein Haus hinzugehen, das ist echt schon krass, wirklich. Also. Ich habe Todesangst gehabt, sag ich euch, vor allem mit dem Licht dort. Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos, Abo. Schreibt mir ein Video, den unten in die Kommentare. Ich bin zurück, Leute. Wir werden krasse Videos in dieser Zeit drehen. Ich würde sagen, das war's. Danke fürs Schauen. Ciao, Leute. Und bis dann. Ciao, Kakaos. Und chill mit Öl.